Rose. Geht dahin. Hallo. 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 Ja, miau, willkommen und so weiter. Tolles Intro. Verkackt? Nein. Wir sind hier beim Building Game und wir haben es, wie man ganz toll sehen kann, wunderschön dekoriert. Ja, anlässlich Weihnachten. Wir haben ganz viele Adventskerzchen da an dem Rand. Ja, Das sind die schöne machen auch Kerzen. keine Eben waren es komischen noch Geräusche oder so. Lichterketten. Ich habe mich umentschieden, das sind jetzt Adventskerzchen. Warum haben wir die eigentlich Wir nicht haben also irgendwie angezündet? 60 Adventswochen dieses Jahr. Weil wir nehmen es ja erst auf vor dem ersten Advent. Das heißt, wir dürfen noch keine anzünden. Richtig. Ja. Aber wir haben auch bedeutend mehr Advents als einer. Also. Oder das ist unser Adventskalender und wir machen es auf und gucken, ob Gedärme drin sind. Nennt bitte Yeah. Ja. Advent, ein Villager brennt oder so. Ja. Richtig. Und mit dabei sind natürlich da oben, gerade bei unseren Adventskerzchen, Julia. Man kann die nicht anzünden! Hallo! Oh. Das nur, weil es noch nicht Deine der erste einleitenden Advent ist. Worte. Wir haben da den Dummi Martin Glogi. Hi. Wie du Dummi Martin gesagt Dummi! hast. Das kann ich nicht nennen, Wir aber haben egal. da Deko im Hose. Hallo. Pui Toi. Jo, hallihallo. Das komische Elpek. Wir haben Plüschi aka Dark Wingman. Ach Der Leute. Typ mit den Eiern. Balls Ich confirmed. hab Nudeln in meinem Gesicht. Oh Mann. Und natürlich auch mich, Kitty. Hallo. Hallo. Ja. Hallo. Das erste Mal, dass ich Building Game mache. Ich glaube, es ist für einige das erste Mal, oder? Also zumindest in Ja. der Form, wir hatten es damals halt einfach uns irgendwo getroffen und nicht mit dem System, sondern einfach so irgendwie. Ja, das ist immerhin Building Game von Sesplings Ho-Ho-Hose, also von daher. So, Domi Martin, kannst du kurz auf Gold gehen, bitte? Auf die goldene Pressure Plate hier. Sollen wir dann anfangen? Weil dann gehe ich auch Ja, auf Gold. wir fangen Ja, an und unser okay. Thema ist natürlich weihnachtlich, winterlich, verrückt, irgendwas. Es soll Ja. auf jeden Fall irgendwie Von der was Platte mit runtergehen. Weihnachten und so zu tun haben noch. Okay. Oder mit Winden. Winter. Winter. Mit Winden, ja. Okay, Mit aber jetzt ist Windeln. los. Building Da Game, runtergehen. everybody. Hey, Peck. Geh runter Ist von der nicht Platte. meins. Und What? wir waren jetzt, oder wie? Ja, wieso bin ich jetzt vier? Auch Minecraft. Moment, I can fix this. Du hast vorhin mit Minecraft Hey. gespielt. Ich hab den nicht mitgespielt. Dam, dam, Das dam, kommt dam, davon, wenn dam. man einfach. Oh mein Gott! Ah. Okay. Ich schreibe jetzt ins Mama! Ordner. Der Chat sagt euch, was ihr tun müsst. Oh. Okay. Richtig. Ich habe gar nicht überlegt. Ich kann Ich da auch aber. nicht. Achso, ich muss das Papier erst reinlegen, ne? Dann kann ich was Ja. reinschreiben. Sagt man das so? Ich bin fertig und das packe ich jetzt in den Dispenser und Ja. dann. Dann wartest du Und jetzt? Dann Jesus. warte ich, okay. Schön hier. Schön hier. Mal, wen sehe ich denn da neben mir? Muss Julia kurz im ist Internet links neben nachgucken, ob ich mir. das richtig geschrieben habe. Und rechts ist Dark Wingman, das Plüschi, wenn ich es richtig Echt? verstanden Das ist habe. richtig geschrieben, ich bin Ja, schlau. immer, Ach, immer guck wieder mal. herzlichen Dank dafür, dass ich so erwähnt werde. Bitte, bitte. Ach, das ist gar nicht der Name of Choice. Das ist Das einfach, packe ich jetzt in okay. den Das war Dispenser mal einfach mein. oben rein, oder wie? Ja. Es ist sein YouTube-Name gewesen und Okay, war deswegen. es mal. Ich habe ihn inzwischen geändert, aber der hängt mir immer noch nach. Hab's dann! Ja, ich auch. Und jetzt? Warum funktioniert das so gut? Weil Weiß du es irgendwas mit nicht! den Minecarts gemacht Ich hast. habe nichts mit den Minecarts gemacht, So, ich habe die eins, gerade zwei, repariert. Ja. drei, vier, fünf, sechs, sieben. Du hast sie repariert, in Ich Anführungsstrichen habe das repariert. abgebaut und neu hingestellt, ja. Ja, das ist meistens eine voll gute Sache. Du weißt nicht mal, wie das scheiß System Ja. funktioniert. Ich hab Das da Platzangst! ist. Da. Ja. Das Minecart hat sich schon Das wieder da gejuckelt. ist. Ich baue jetzt einfach die Strecke für das Minecart länger. Sethbling, fix your game. Ich glaube, jetzt dauert es noch länger. Wer ja da? Oh. Ah. Yeah. So. So. Okay. Jetzt müsst ihr in den Dispenser gucken, nicht Nicht rausnehmen rausnehmen. und bauen was. Ich weiß nicht mal, wie das aussieht. Bau einfach. Bau Das ist einfach. sehr schön. Versuch's Sehr einfach. schön. Oh mein Gott, wie soll ich das denn bauen? Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ja. Okay. Das ist allerdings krank, wie jemand aus dem Wort, das ich habe, genau dies auch erkennen. Weil das.
viele verschiedene Sachen sein könnte. Also Robo Wingman, ja, das ist der Witz an dem Spiel. Ja. Ja. Warte, es ist tatsächlich der langweiligste Moment, wenn genau dein Begriff auch durchgeht. Ja. Außer natürlich, er ist sehr verrückt gewesen und die Leute haben es tatsächlich hinbekommen. Dann ist es noch lustig, aber sonst... Weiß ich gar nicht genau, was das ist, also... Ich habe so eine ungefähre Vorstellung davon, was es ist, aber no idea. Ich wollte gerade quite interesting sagen und habe nach Bone Meal gesucht und wollte gerade eintippen, quite. Ich habe gerade so darüber nachgedacht, boah, mein Bau wird so schlecht, und dann ist mir eingefallen, dass Hose mitspielt. Oh, keine Sorge, ich habe viel Bob Ross geguckt, ich weiß, wie man sowas macht. Du hast wahrscheinlich viel Bob Ross. Du fängst erstmal an damit, dass du die Fläche, auf der du bauen willst, mit Liquid White vollmals und dann... Mit Liquid What? White. Liquid White. Sagt doch noch White. What the fuck ist das hier, was ich gerade baue? Ich glaube, ich brauche die hier. Ah ja. Ah ja, die werden viel besser gewesen. Was ist das? Was tue ich hier eigentlich? Ich mich auch Frage, die sich jeder stellt. Ja, bei jedem Building Game die Frage. Ah, ich freue mich so schon. Das sieht manchmal nicht annähernd nach dem aus, was ich versuche hier zu bauen. Oh. Freue mich schon sehr drauf. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich falsch rum gebaut habe. Kann ich auf die Rückseite ein Schild stellen, gehe auf die andere Seite? Nein, keine Worte. Warte, es gibt eine bestimmte Richtung. Die Richtung, in der Dispenser ist, in der du reinguckst, das ist die Richtung, von der die Leute, die gucken, nicht kommen. Ja, aber die können das ja so nur mir latschen, oder? Ja, ich kann gerade sagen, es geht auch eher darum, wie in so einem, wie heißen die Dinger? Exhibit. Museum, genau, das wollte ich sagen. Museum. Ich habe keine Ahnung, wie ich das bauen soll, aber es ist interessant. Ich habe keine Ahnung, ob das das ist, was es sein soll. Dann ist es auf jeden Fall nicht mein Wort. Von meinem Wort weißt du ganz sicher, was es ist. Ich bin gespannt, wie mein Wort ist. Jeder weiß, was das ist. Ich glaube, ich bin die einzige Person auf der Welt, die keine Ahnung hat, wie sowas aussieht. Wann hört das Bauen eigentlich auf, wenn einer fertig ist oder wenn alle fertig sind? Wenn alle fertig sind, oder nach vier Minuten. Das heißt, ich kann jetzt 5 Minuten, kann ich dann so lange die Gegend hier verschönern mit Peten? Nee, dann weiß jeder sofort, was ich's war, ne? Ja. Ja, ist doch nicht so gut. Okay, ich mach das voll schön hier. Das ist doch... Boah. Ups. Ah. Was eine... Boah, Huse, ey. Das war ich nicht mehr. Du siehst recht, wer ready ist. Auch Elpek, der hat bestimmt einfach nur irgendwas ganz Komisches gebaut. Echt mal. So. Aber man sollte halt nicht zu lange brauchen, ne? Oder irgendwie so. Sind da nicht noch so Dinger dran? Ja. Ach, Kacke. Warum kenne ich so Weihnachtsscheiße nicht? Hätten wir nicht ein anderes Thema nehmen können? So irgendwie Nerd-Kack, Computerzeug. So Dinger so dran. Ich glaube, ich ahne, was du im Begriff hast. Wahrscheinlich deinen dann. Ja, vermutlich. Ach, das ist scheiße. Ich glaube, das kann man erkennen. Glaube ich nicht. Das ist viel zu klein. Okay, wenn ich es gebaut habe und ich kann es nicht mal erkennen. Ihr könnt übrigens, wenn ihr fertig seid, also wenn ihr ready gedrückt habt, könnt ihr noch weiterbauen. Ja. Aber ihr werdet dann halt irgendwann random teleportiert, sobald alle fertig sind. Ja, und 4 Minuten. Ich muss dazu sagen, meins sieht jetzt ein bisschen aus wie ein Penis. Ungewollt. Ich muss mir unbedingt nachträglich dein Video angucken. Ah, ist das schön. Ja, das sieht so beschissen aus, dass es schon fast wieder gut ist. Oh mein Gott, nein. Ja, ne? Das ist auch meine Strategie. Tschüss, Wingman! Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Kann bitte eine von den Personen, die... Oh, okay. Ich wollte sagen, nicht ready ist drücken, aber egal. Die Hälfte von dem, was ich gebaut habe, ist mal eben weg. What? Ich habe festgestellt, es laggt ein bisschen bei mir, aber nicht so schlimm. Also, es geht. Wingman lag. Ich weiß nicht aus. Time's up. Time's up. Ja, ich habe jetzt bei mir wie? Gar nichts doch, stehen. Bei mir write down what you see nicht. And place it in the... Oh, ich glaube, ich bin bei dir. Kann man What the fuck ist das hier? Oh mein Gott, ist das geil! Das heißt, wo ich jetzt stehe, hinter mir, muss ich in den leeren Dispenser meine Lösung reinschreiben. Was ich für glaube, das, was das siehst. Ist. Ja. Also nicht direkt reinlegen, sondern zuerst in den leeren und schreiben, aber ja. Ja, klar, logisch. Ja. Was ist das?
Server ist voll. Mhm. Ja, du bist doch drauf. Ahnung. Ja, jetzt bist du offline. Was tust du, Wingman? Ich tu gar nicht. Ich krieg nur ständig die Benachrichtigung, dass ich runtergeflogen bin. Hose. Hose having the time of his life. Ernsthaft, ich hab das Beste gekriegt. Im Ernst, das ist so gut. Oh, ich bin gespannt, was es ist. Ich freue mich immer am meisten auf das, dass man nachträglich dann rumgeht und sich alles anguckt und guckt, was in den Dispensern liegt und so. Ich freue mich schon so drauf auf den Typen, der das malen muss dann. Oh Mann. Läuft. Gitti. Ja. Ja. Moment. Ich ahne schon, dass ich richtig hart versagen werde in diesem Spiel. Das macht nichts, Hauptsache das Spaß. Das hat schon wunderbar funktioniert. Tada. Okay, fertig, gut. Hauptsache es ist witzig. Ihr werdet verstehen, warum es gedauert hat. Was hat das mit Weihnachten zu tun? Was hat meins mit Weihnachten zu tun, Junge? Okay. Junge, ich muss auf einen Junge zu sagen. Wie sieht das Teil aus? Okay. Das sieht so... ja. Really? Ihr packt das schon. Really? Ja, aber richtiges Gearsch. Zu viel Faith in euch, oder? Das heißt Faith auf Deutsch. Glaube. Glaube. Du meinst aber eher Vertrauen, aber ist egal. Kann man da nicht Faith sagen? Jein. Ich sag halt Faith. Faith. Bestes Commentary ever right here. Oh nee, dafür brauche ich eigentlich... Ich höre Noteblocks. Ihr habt Noteblocks gehört. Oh ja, dein Gehör ist ultra. Beacon! Was? Oh, ich glaube, ich weiß, welcher Begriff das war. Oder noch nicht. Es ist so schön geworden. Oh. Es ist so schön geworden. Es tut mir echt leid, aber ich brauche ganz schön lange für das Ding hier. Falls ihr uns auf die Zeit besser achten wollt, 500 ist 500, deutsch. 500. 500 sind ist die, 600 ist die... So, ich mach das. Weißt du, er will uns was erklären, weiß es selber nicht. Ich bin begeistert, wirklich. Say what? Ignoriert einfach, was ich gerade gesagt habe. Scheiße. So, oh, die. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie das richtig aussieht. Also. Oh Gott, das sieht nachher aus wie Satan höchstpersönlich. Läuft. Bei dir also auch, oder? Ja. Hauptsache witzig. So. Oh, you just wait. Das wird das beste Tut's jetzt schon Gebilde, leid, falls jemand in meinem Building drin spawnt. Könnt ihr bitte aufhören, ready zu sein? Ich habe noch nicht mal mit dem Eigentlichen angefangen. Ich baue gerade noch an was völlig anderem. Also, das auch dazugehört, aber nicht. Ach Quatsch. Nein. Was völlig anderem. Nein. Scheiße. Was denn? Ich freue mich fest, dass ich den Boden wegnehmen kann. Cool. Ja. Ja? Gerade absolut unfähig. Egal. Ich war noch nie so. Ich glaube nicht, dass einer hier besser ist. Also. Ich bin immer absolut unfähig, also whatever. Ja. Hey. Das, boah, warte mal, das, was wir jetzt bauen, ne, das ist ja das, was einer geraten hat, oder? Ja. Richtig. Wow, ich will nicht wissen, wie das Original zu dem hier aussieht. Gedacht hat. Ja. Ich will nicht wissen, wie das Original zu dem hier aussieht. Oh, stimmt, da kann ich ja das nehmen. Aber ich glaube, man hat eins richtig erraten. Das ist besser. Welche Farbe ist am besten für... Blau. Ja, oh mein was? Gott, ist das episch! Nicht. Ups. Ja. Das ist eigentlich ziemlich geil, was ich hier gebaut habe. Also ich will nicht sagen, ich bin ein Genie, aber irgendwie schon, ne? Aber ich finde ja irgendwie nicht, das, egal, was du gebaut hast. So kriege ich einen Ständer. Vielen Dank für diese Information. Ja, ne? Ich wollte auch gerade sagen, warte, was? Okay, ja, Moment. Ich muss auf den Knopf drücken, ne? Ja. Das ist ein kleines Knöpfchen, ja. Drück auf die Knopfje. Fumpf! Knopfje. Hose und L-Pack. Ich finde das so schön hier.
Das eine Hose und Hose. Hose und Elpek sind noch nicht fertig. Ha, falsch. Doch ist Elpek. Hose auch. Ich habe noch ein Accessoire dazu gebaut, okay? Das war wichtig. Okay. What the fuck is that? Oh mein Gott, ich habe mich gerade beinahe eingenäht. Ich habe mich so erschrocken. Ich habe am Anfang gerade so erschrocken. Was zu tun? Das ist what the Jesus. Ist hier jemand nicht fertig geworden oder ist hier jemand irgendwie geistig gestört? Seite gesehen. Das was ist das hier links? Ah, großartig. Das eine oder zwei, verdammt! Ja, keine Ahnung, ich tippe jetzt einfach mal, das ist das. So. Ich verstehe das hier nicht. 1, 3, 4, 2 people are ready. Irgendwas ja, musst du, Minecraft. Eins, das ist nicht Minecraft, das sind Elpek-Fixes. So. Hallo? Ja. Ich habe nur das Minecraft neu hingestellt. Ich musste die Track länger machen, damit das funktioniert. Seth Blink, fix your game. Vielleicht war das nicht für 1.8 gedacht. Report Retour! Das ist genau für 1.8 gedacht. Ja, dann weiß ich auch nicht. Du. Keine Ahnung. Das Lustige ist, ich habe schon Wolle. Videos mit Seth Blink gesehen von 1.8 und so. Und da ging alles. Keine Ahnung. Vielleicht, also, hat er ja vorher dieselben Probleme. Wolle. Ja, ich hab keine Ahnung, was das ist. Schreib, ich glaube, ich weiß, was es hätte sein sollen. Wenn das so aussieht wie ein, keine Ahnung, kopfüberes Kartoffelmonster, dann schreib auch kopfüberes Kartoffelmonster auf den Zettel. Schreib das sehr hin, was, aus. Ich hab es auf nächsten. Es muss auch nichts Weihnachtliches sein, was du draufschreibst. Wenn du nichts Weihnachtliches siehst, dann schreib nichts Weihnachtliches. Okay, jetzt wieder alle Papier mich rausnehmen. Oh, come on! Was ist das? Was ist das? Was zum Geier ist das? Oh, scheiße. Das ist gut, doch jetzt nicht ernsthaft so wirklich richtig erraten worden, weil das hört sich so ernsthaft an, was da drin steht. Meins, dann hast du ganz sicher nicht meins. Oder meins. Fuck! Was, Hose? Wachsen Bäume hier irgendwie scheiße oder so? Keine Ahnung, vielleicht bist du auch mal irgendwie nach unten gewachsen oder so. Nice. Was, weil ich auch? Wie ist das hässlich, was ich hier gebaut habe? Wie auch immer man das macht, also das ist so. Auf den Leaf Decay, ich muss damit arbeiten, wenn ich jetzt auf den Leaf Decay abwarte, ey. Abwarte? Boah, wird das schön. Boah, ist das schön, das ist so schön, das ist der Wahnsinn, so schön ist das. Wenn ich bitte, kann man die Tippen töten? Ich freue mich schon, wenn das hier einer kommen darf. Ich bin ja gespannt, was aus meinem wurde, weil ich stelle mir das so witzig vor, wie das jemand baut. Ich stelle mir so witzig vor, was die Leute hier, was hier vorher war, also vor dem, was ich gerade gebaut habe, was da jemand reingeschrieben hat, also gesehen hat, man. Deutsch. Ist das groß genug? Ich glaube schon, ja. Mhm. Sieht ja schon mal fast echt aus. Muss mir gleich nochmal angucken, ob ich wirklich das Richtige gelesen habe oder ob ich einfach dämlich bin. Ich tippe auf dämlich. Ey, ja. du bist eh auf dämlich. Ich muss gerade aufpassen, nicht das Lied anfangen zu summen. Zu singen. Ach, du darfst ruhig singen. Ja. Nicht das, was ich hier baue. Also, du darfst nicht singen. Das sieht genau nach dem aus, was ich auf dem Zettel hatte. Yay! Man sieht auch nach dem aus, was ich auf dem Zettel habe. Ich verstehe das auf dem Zettel nicht. Das ist dein Problem dann. Also verstehst du nicht, was du gebaut hast. Ich habe keine Ahnung, was das auf dem Zettel zu bedeuten hatte, aber es sieht genauso aus, wie ich mir das vorstelle. Ja, bei mir auch. Ich bin so gespannt. Da ich davon ausgehe, dass das, was ich hier gerade auf dem Zettel habe, vermutlich bei allem so gebaut wurde, bin ich mal gespannt, welches das Schönste ist. Oh, ja. So. Es ist wunderschön. Hab nur ich die Angewohnheit, immer wenn ich fertig bin, so auf den ganzen Sachen einfach nur rumzuhüpfen und so? Nee. Nö, mach ich auch grad. Item Frames sind erlaubt, oder? Ja. Ja. Weil ohne jetzt sowas, hier. Ich kann das sonst nicht genau. Bilder sind auch erlaubt, solange du halt nicht genau geben. Die Lösung draufschreibst. Ich hab immer Hosen gegen mir. Bisher, glaube ich. Ja, die sind in der Reihenfolge. Ja. Okay. Ich hab Wolle und irgendwen, der gerade sneakt oder irgendwas. Ja, Julia und Wolle.
Ich hab auch Wolle, aber in der Hand. Bin am Rand. Ich bin auch am Rand. Nee, ich bin am anderen Rand. Ich sehe Julia links und okay. Sehe ich rechts. Julia links. Also ich bin in der Mitte. Hololulia. Ist doch egal. Siehst du gar nichts? Was denn? Ja, ich Julia, du bist die Einzige, die noch baut. Ja, ich sure. Sure. Oh, warte, das braucht noch ein Detail braucht man noch, aber weil, oh, welche Farbe nehmen wir diese da? Oh. Das ist doch schön. Jingle Bells. Ich fange mal an, höre dann auf. Ja, ja. Warte, hier noch? Jetzt sieht es doch nicht mehr so schön aus. Jetzt machst du da irgendwie voll die Feinheiten und so und wir warten alle auf dich. Ja, gleich. Warte. Wahrscheinlich werdet ihr mich alle mobben, weil ich diesen Begriff nicht kenne und ihr kennt ihn wahrscheinlich alle. Hallo, das ging mir bei meinem ersten Begriff auch so, also von daher. Du, schlimm ist es auch, wenn man den Begriff kennt, aber absolut keine Ahnung hat, wie das aussieht richtig und... Ne? Ja. Die Katze, ja. Warte, da noch ein Block und da noch. Oh, das ist zu kurz, warte. Oh Mann. So. Und da noch einer und ready. Oh, das ist so schön. Ha, ich habe noch was modifiziert und bin auch just in time fertig geworden. Ist das jetzt eine letzte Runde oder war es das schon? Ich weiß es nicht. Oh, what the Jesus. Was ist das? Ich glaube, das ist schlimmer. Ich glaube, dieses Bild ist abgewandelter geworden als alle anderen, die ich bis jetzt gespielt habe. Ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber wenn das ist, dann sure. Ups. Ah nein! Ich bin so durch heute. Heute? Ich habe eine Serie. Das, was ich gerade sehe, ist eine Serie aus den 70er Jahren. In Mainz könnte auch locker eine Sitcom aus den 90ern sein. Meins nicht. Jesus. Ready? Alter, manchmal diese Sachen zu. Ach so, ja. So, das ist jetzt das, was ihr am Anfang reinge. Oh. What? Das hat überhaupt nichts mit dem anderen zu tun. Bei mir auch nicht. Meinst du ganz, ganz gut? Gar nicht. Kitty, soll ich den Teleportierer spielen? Mach du, Mann. Ja. Okay. Warte, hat denn irgendeiner was rausgekriegt, was er wirklich am Anfang reingelegt hat? Nein. Ja, war klar. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Bei mir. Okay. Das habe ich gebaut. Das hier ist Käsefondue, das war mein Wort. Ich weiß, wer hat es gebaut? Oh. Musste ich danach bauen. Ich glaube, das ist Kochtopf draus geworden. Das sieht tatsächlich ziemlich Käse. Darum ist dann Kochtopf geworden. Ja, weil ich nicht erkannt habe, dass das Käse sein sollte. Echt mal. Also, keine Ahnung. Da fehlt vor allen Dingen fürs Fondue fehlt da einiges, ja. Das, also. Ne? Ich glaube, diese Blöcke hier, die hätten es ein bisschen. Ja, genau. Ja. Ja. Und eine Rodelgabel oder so, ne? Oder natürlich Endstein, ne? Also. Ja. Nee, nicht käsig genug. Käse auf jeden Fall ist da draus ist dann Kochtopf geworden und das hier ist ein Kochtopf von wem? Ja, von mir. Oh. Das ist ein großartiger Kochtopf, ja? Das ja. ist kein Kochtopf. Das ist ein Kochtopf. Aber, da ist immer ein Kochlöffel drin. Laut den Leuten, die das gesehen haben, ist das Weihnachtspunsch. Ja, ich habe mich da nochmal umentscheiden und wollte Feuerzangenbowle draus machen. Ich finde es interessant, wie der Löffel aussieht. Ja, ne? Der Löffel ist voll schön. Meine Löffel sehen alle so aus. Ich kaufe die bei Kick, no judge. Oh. Okay. Weihnachtspunsch ist bei dir aus Wasser? Bei mir ist der aus... Ja, weil das Rote hat, dachte ich mir halt... Warum hat Weihnachtspunsch eine Candy Cane drin? Das weil sieht jetzt eher aus wie Weihnachtsschokolade oder so. Nein, das ist Heißtee. Das sollte darauf hinweisen, dass das halt was mit Weihnachten noch zu tun hat. Das ist Hashtag Heißtee. Ja, aber ich habe tatsächlich schon mal gesehen, dass Leute Candy Canes da reingepackt haben. Ja, das sind die Leute, die es unbedingt darauf anlegen, endlich Diabetes zu kriegen. Die können manchmal nicht drauf warten. Also. Ach so, so einer wie ich, nur ich trinke keinen Weihnachtsbund. Zum Beispiel hasse Süßkram, ich würde das niemals machen. Seid ihr teleportierbereit? Ja. Ja. Mhm. Okay. Wo musst du das nochmal erraten? Okay. Nächste Session. Ja. Unbefriedigendes Geschenk. Ja, ich wollte eigentlich pinke Socken bauen. Ich wollte das beschreiben, ne? Und ich bin hier so angekommen, da habe ich so den Lachkrampf gekriegt. Ich habe es beschrieben als lila Schlange, weil ich wusste nicht, was das sonst sein. Ich wollte eigentlich pinke Socken bauen, aber das sah die nach Socke aus. Da habe ich es wieder abgerissen, habe ich wieder angefangen zu bauen und dann wurde ich wegteleportiert. Ich weiß jetzt auch, was mein Wort am Ende war, was ich bauen musste und warum ich das nicht verstanden habe. Das ist nämlich zu der geworden. Ist sie nicht schön geworden? Lila Schlange mit Schwarzem Skü.
Das Lustige ist, bei mir war noch angezeigt, schwarzer Schwanz. Lila Schlange mit schwarzem Skip. Das nächste war für mich irgendwie ein Golfschläger. Ein Golfschläger. Das ist doch eine lila Schlange mit. Guck mal, die Schlange kann sogar hissen. Hiss, hiss, hiss. Es ist ein pinker Golfschläger geworden. Pinker Ernsthaft, Golfschläger. Du hast hier einen pinken Golfschläger mit Augen? Ernsthaft? Alter. Elbeck hat keine Ahnung von Golf. Und von Schlangen. Ah, jetzt aber, du hast auch einen Golf-Account. Du weißt doch, wie ein Golfschläger aussieht. Schön. Ich, glaub, das sonst nicht, ich konnte das sonst nicht identifizieren. Seid ihr teleportierbereit? Ja. Ja. Hier ist gar nichts? Mistelzweig. Ah. Ach so, das ist ja. Das musste ich mein bauen. Begriff. Das musste ich als erstes bauen. Ich hatte keine Ahnung, wie so ein Ding aussieht. Das ja, ich hab's richtig erraten. Oh, das hätte ich aber auch nicht gewusst, Hose. Echt? Ja, nice. Ich hab's richtig erraten. Oh, dann hast du es aber so kacke gebaut, dass es nicht mehr das war am Ende, was es sein sollte. Ja, Mistelzweig. Nee, ich habe das erraten müssen, dass das ein Mistelzweig ist und habe da Mistelzweig. Oh mein Gott, ich weiß, was, wieso ich dieses nicht gebaut habe. Was ist das denn? Hier ist nämlich, das hier ist zu Herzkrallt zwei Deppen geworden. Was? Was für ein Ding? Und das musste ich bauen, Herzkrallt zwei Deppen. Ich konnte kein Mistelzweig bauen. Und das habe ich nicht. Wow. Zwei Deppen. Ich hab dann Herz gebaut, Kralle, das zwei Deppen kein... krallt. Da finde ich am Ende was? Zwei Buben mit Herz Dame wurde da raus. Wie gut ist das? Zwei Buben mit Herz Dame. Schön! Sehr geil. Oh, wie geil. Kann ich bitte das... Kann das bitte... Und was ist da draus geworden dann? Zwei Buben mit Herz Dame. Shame on you. Das hab ich geschrieben. Okay, so, seid ihr teleportiert? Ja. Okay. Oh, das habe ich nicht verstanden. Über den Baumständer stolpern. Ach, das ist ein Mensch? Ach so. Ja, ich glaub, die Zeit hat nicht mehr gereicht. Das ist doch kein Mensch. Das hier sind die Beine und das hier sollte der Arm werden. Und dann wollte ich hier noch vorne noch einen zweiten Arm und einen Kopf hinpacken und dann war die Zeit vorbei. So, Tannenbaum plus dreiarmiges gelbe D. Ich weiß nicht, was das sein soll. Das ist Pac-Man feiert Weihnachten. Warum ist das ein dreiarmiges gelbes D? Das sollte Ding heißen. Mir hat dir die Zeit nicht gereicht. Also ich stand hier die ganze Zeit so. Okay, das, was ich hierzu geraten habe, muss bitte jemand anders vorlesen. Am besten Hose. Wieso? Warte, ich guck einfach rein. Achso, das war das letzte. Weihnachtsbaum und Schwebepisse. Schwebepisse? Wer kennt das nicht? Ich wusste nicht, was das sein soll. Wer kennt das nicht, ne? Neben dem Weihnachtsbaum hat man ja auch Schwebepisse. Das nächste ist aber auch gut. Was? Hä? Ja. Das ist zu Weihnachtsbaumkerze geworden. Ja, oh mein Gott, das habe ich nämlich gerade eben gesehen. Ich dachte, so eine Weihnachtskerze sein. Weihnachtsbaumkerze oder so? Nein, das ist Schwebepisse. Nur ist etwas sauberer, weißt du? Also normalerweise haben die Leute ihre Pisse in Glascontainern, aber Impact nicht. Bei dem schwebt die einfach durch den Raum. Körperbehandlung mit Eigenurin. Oh mein Gott, das hier ist so gut. Darf ich teleportieren? Ja. Das hier war, Nikolaus steckt im Kamin. Ja, ich fand die so schön. Ach, das ist schön geworden. Das ist schön geworden. Das hat ein bisschen gedauert, aber dann habe ich es direkt begriffen. Das ist zu fetter Santa im Kamin geworden. Ja, ist ja ungefähr das Gleiche. Oh, guck mal, das sieht sogar genauso aus. Das ist auf, aber falsch rum jetzt. Nur, dass er richtig rum, also andersrum drin ist. Ja. Ja, meiner ist Kopf über reingesprungen. Weihnachtliches Shady Baguette. Was? Oh ja. Das ist der Weihnachtspenis, der aus dem Kamin rausguckt. Das ist ein scheiß Hausdach. Das hab ich erraten. Und was ist das? Das hier musste ich nämlich dann raten. Das ist mein Shady Baguette. Das ist ein Shady Baguette, Leute. Das ist ein Weihnachtskamm. Das Dunkle ist der Schatten und das hat eine Weihnachtsmütze auf. Ich musste das raten. Ich dachte so, was ist das Brett mit Weihnachtsmütze? Okay. Das habt ihr jetzt aus meinem Wunder. Fragen, was ein Shady Baguette ist. Es ist ein Hut aus Modded Minecraft, der sieht aus wie eine große Penisnase. Ja. Und heißt Shady Baguette. Ah. Der heißt den nächsten, einfach so. Darf ich teleportieren? Ja. Von dem nächsten war ich sowas von verwirrt. Olaf's Christmas Lied.
Oh, das ist aber schön geworden. Ups. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Ich weiß ich nicht. Ich habe geraten, Tannenbaummusik Nummer 1. Ja, ich meine, das ist das Weihnachtslied Nummer 1, Last Christmas. Das ist entfernt ja immer noch korrekt, ne? Und was aber ich habe mir schon gedacht, dass mein Begriff zu kompliziert sein könnte. Oh, das durfte ich erraten. Das habe ich gebaut. Heiligabend hast du geraten. Ja. Und deswegen habe ich die Nordblocks gehört. Musste ich danach Heiligabend bauen? Kann sein. Vielleicht hatten wir das zweimal, also, ich weiß mal nicht. Kurz. Das kann sein. Oh. Ja, das ist ja, ziemlich Abend. Das ist schön geworden. Du, wie deine Geschenke einfach statt einer Schleife so ein Pinöppel oben. Es wurde, es wurde Weihnachtsbaum geraten. Deswegen, ich habe hier hinten als Tipp unten an den Stamm eine Uhr gemacht, von wegen, ich meine genau den Zeitpunkt, aber das war wohl nicht offensichtlich genug. Was? Auf der anderen Seite. Ach da! Ja. Okay. Das nächste. Du kannst Tipp hin. Da. Oh, ja. Das darf ich zuerst erraten. Das habe ich gebaut. Das, Rudolf, das rotnasige. Oh, der Pfeil ist aber ja ganz unauffällig. Ich meine, die Nase ist rot, du Pfeife. Ich meine, das war auf die rote Nase war der Fokus gelegt. Ich sollte die rote Nase bauen. Ach so. Deswegen habe ich einen Pfeil auf die rote Nase gemacht. Oh, da I kam see. Rudolf the Red-Nosed Reindeer raus. Ja. Ja, was geil war, aber ich bin auf der anderen Seite gestartet und wenn ihr euch das von hinten anguckt, dann denkt man erstmal so, what the fuck? Oh Gott. Ja. Also ganz ehrlich. Aber guck mal, wie serious der guckt. Also wäre das geweinigt da, dann hätte ich gedacht, das wäre irgendwie so ein komischer, besoffener Weihnachtself oder so. Der guckt voll serious. Als ich angefangen habe zu bauen, das noch gar kein Gesicht hatte und ich so die Hörner, das Geweih drauf gemacht, sah das aus wie Satan persönlich. Rotnalf. Ich hätte doch so lassen können. Why so serious? Rotnalf, das. Ach, Rudolf, das Rotnalf. Hey, nicht lachen, das ist schön! Warte. Jetzt hat er einfach unfassbar buschige Augenbrauen. Lach mich nicht aus, es ist voll schön geworden. Ja, dafür habe ich extra noch Zeit gebraucht am Ende. Thumbnail. Theo Weigel, das wenn du. Können wir das bitte alle appreciaten? Ja. Rudolf Weigel. Oh, Rudolf ist bei dir entweder flach, weiblich so ein, oder echt traurig. Das ist voll flach, das ist so ein... Vor allem wisst ihr, was das Gruseligste ist, wenn ihr hier startet mit dem mit der Aussage. Oh Gott. Und der creepy Rudolf, das Rentier. Oh. Ja, die Aussicht ist geil. Hey, ja, der ist schön, ja? Also creepy. Hört auf hier. Oh, Hose. Ja, die ist klar. Hose, du benutzt das falsch, du musst das hier benutzen. Warum ist das so flach, Hose? So. Julia, warum ist das so flach? So flach ist es nicht. Guck mal, da unten ist Bauch und so. Und oben ist ein bisschen Bauch. Ich wurde gerade rausgekommen. Der ist einfach krass durchtrainiert. Der benutzt Steroide, deswegen hat er auch so ein Baut ihr mal Runde in Minecraft, ja? Das könnte ja auch der lange Rudolf-Dödel sein, ne? Also da fehlen eigentlich nur die Rudolf-Bällchen dran. Dann meine Fantasie geht wieder mit mir durch, ich merk's schon. Boah, Hose macht's jetzt so voll kaputt. Ja, oh nee, guck Gott. Mal, jetzt hat er... Nein. Doch, der nimmt Steroide, das erklärt auch die Monobraue. So. Oh Gott. Das wird so much Thumbnail. So, haben wir noch eins? Das sieht für mich eher aus. Warte. Wir sind durch. Peng. Wir sind durch, okay. Also wir sind eh durch, aber ich meine, wir sind durch. Woher wissen wir jetzt, wer gewonnen hat? Gar nicht, es gibt keinen Gewinner. Ich glaube, die Zuschauer können entscheiden, welches. Aber ich persönlich finde eindeutig, ist. Julia hat gewonnen. Yay! Aber ich weiß schon gar nicht mehr, was sie gebaut hat. Aber mein Vorschlag das war doch reden toll. Wir hier. Das reden wir. Ach so. Aber mein Vorschlag war doch toll. Mit dem im Kamin feststeckenden Weihnachten. Ja. Das war aber ein fucking shady Baguette. Ich finde ja eigentlich, dass die ich glaube, es war auch Julia, die über den Weihnachtsbaumständer stolpern. Das war auch schön. Was ist das hier überhaupt für ein Creep? Das ist voll. Das sieht aus, als würde Pac-Man Weihnachten feiern und hat seinen anderen Arm vergessen oder so. Das ist irgendwie so eine Matrix-Szene oder sowas. Ja, da stolpert er gerade drüber, da fehlen halt noch Arme und so. Ja, baut ihr das mal. So, wollen wir uns dann wieder in unserem Adventskubus. Versammeln oder so. Zurück die ganzen Villager laden ein. Wow. Wie die Stück für Stück aufploppen, das sah jetzt gerade geil aus. Ja.
Ja, das hab ich auch gerade. Das ist. What the fuck? So. Boah, das ist schönes Thumbnail-Bild. Ich hab das. Mein Thumbnail-Bild ist das Rentier. Hätte ich es aufgenommen, hätte ich das Shady Baguette gemacht. Du meinst das Brett mit Hut? Nein, das davor. Das, was ihr als Shady Baguette geraten habt. Hallo, das war ein offensichtlicher Weihnachtsmann. Ah, ich hab wieder Eier im Gesicht. Ich wusste bis eben nicht mehr, was ein Shady Baguette ist. Eier im Gesicht. Okay, ich glaube, wir sind durch, Fragezeichen. Ja, durch sind wir eh, aber wir sind auch durch mit dem Spiel. Ja, das meine ich ja. Das heißt, wir bedanken uns fürs Zuschauen oder so. Ja, genau. Schaut auch bei den anderen Leuten, je nachdem, wo ihr guckt. Hose. Ja. Ich hab meinen für dich. Bis zum nächsten Mal. Ja, es ist Zeit für mich zu gehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Tschüss.